Viel Spaß. Willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und ein gutes Blatt. Es wird No Limit Texas Hold'em gespielt. Jeder bekommt 2 Karten und kann 3 der 5 offenen Gemeinschaftskarten benutzen, um die beste Hand zu machen. Komm, genug gelabert, lass uns selbst mal anfangen. Shuffle up and deal. Bezahlt. Grace. Alle. Aufdecken bitte. Achter Pärchen gewinnt. Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Wo hast du das gewusst? Beruhigen Sie sich, sonst muss ich Sie bitten, den Raum zu verlassen. Gutes Spiel. Für dich. Danke. Ich wollte dich nicht erschrecken. Dir auch einen guten Morgen. Ich kann den Vorhang auch zumachen, wenn du so schüchtern bist. Gute Laune heute? Komm, der erste Einsatz gehört uns. Wolle, was haben wir? Eine Frau ist überfallen worden. Okay, fahren wir los. Ist nicht weit. Mhm. RDW ist schon vor Ort. Einmal die Augen auf. Okay. Moin. 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 Was passiert? Chris? Du bist bei der Polizei? Lena? Ihr kennt euch? Also, Frau Marx wurde niedergestoßen, hat sich dabei leicht verletzt. Wahrscheinlich eine geprellte Rippe. Leicht verletzt? Das kann ja auch gebrochen sein. Möchtest du die Behandlung meiner Patientin übernehmen? Nee, aber so ein Röntgenbild kann ja auch nicht schaden, oder? Herr Kollege, vielleicht sollten wir das ganze Ante Portam regeln, ja? Ante was? Vielleicht sollten wir uns jetzt besser darauf konzentrieren, was hier genau passiert ist. Ich war die ganze Nacht feiern. Auf dem Weg zurück nach Hause werde ich umgerempelt, falle und mehr weiß ich nicht mehr. Hast du den Angreifer gesehen? Es ging zu schnell. Du bist bei der Polizei. Hat der Täter irgendwas mitgenommen? Ist alles da.
Ja, okay, wir nehmen Sie zur Untersuchung mit ins EKH. Jungs, ins EKH. Einpacken. Jupp. Sag mal, was ist denn in dich gefahren? Was denn? Wollt doch einfach nur sicher gehen. Und woher kennt ihr euch? Wir waren mal zusammen. Vor ein paar Jahren. Ja, und? Nichts, Son. Gibt nichts zu erzählen. Was hast denn du da? Das weiß ich noch nicht. Keine Zeugen. Nein. Wenn es kein Raubüberfall war, was wollte der Täter dann? Wird die Bekanntschaft mit Frau Marx ein Problem für dich sein? Chris. Hm? Eigentlich muss ich dich von dem Fall abziehen. Nee, ist kein Problem. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass sie uns alles erzählt. Was meinst du? Ich kenne Lena sehr gut. Weder trinkt sie, noch geht sie feiern. Menschen ändern sich. Wir sollten noch mal mit ihr reden. Sie hat eine Rippenprellung, ist noch im Behandlungsraum. Wurde ein Bluttest gemacht? Ja, Routinelabor. Und? Alkohol? War nicht im Blut. Hab ich doch gesagt. Sonst haben Sie nichts für uns? Vielleicht doch. Wir haben in Ihrem Blut eine hohe Konzentration Amphetamine gefunden. Auch eine Möglichkeit, die ganze Nacht wach zu bleiben und zu feiern. Vielleicht sagt Frau Marx auch einfach die Wahrheit. Lena, wo warst du gestern Nacht? Das habe ich dir doch gesagt. Ich meine, wo warst du wirklich? Wenn wir wissen, in welchem Club sie waren, dann können wir überprüfen, ob ihnen jemand gefolgt ist. Ich weiß es nicht mehr, es waren viele. Dann warst du vielleicht doch woanders? Zum Beispiel? Wo man viele Aufputschmittel braucht, damit man die ganze Nacht wach bleibt. Jetzt verstehe ich es. Es geht um die Amphetamine. Ich habe von der Zeit eine Catering-Firma aufgemacht und die raubt mir jeden Schlaf. Deswegen die Tabletten. Chris kennt mich, ich bin Workaholic. Was mit deinem alten Job? Hast du ihn aufgegeben oder was? Wird's jetzt persönlich? Nein, aber wir haben was gefunden. Ich glaube, das ist deiner, oder? Schatz, wie geht's dir? Ich hab's gerade erst erfahren. Ach ja? Entschuldigung, wer sind Sie? Anton Paul, Ihr Verlobter und Businesspartner. Wer hat dir das angetan? Das versuchen wir herauszufinden. Das ist gut, ja, danke. Können Sie jetzt nach Hause? Das entscheidet immer noch die Ärztin. Frau Marx soll sich die nächsten 2 Wochen schonen und die Schmerztabletten nehmen, die ich ihr verschrieben habe, ja? Vielleicht sollten Sie Ihrem Verlobten auch was verschreiben. Zur Beruhigung, er schien ziemlich durch den Wind zu sein. Dr. Grünberg schon da? Nee, noch nicht. Ihre Schicht beginnt doch erst in 20 Minuten. Soll sich dringend bei mir melden. Lena Marx, geboren in Hamburg, hat jahrelang als Casino-Dealerin gearbeitet. Interessanter Jobwechsel. Vom Pokertisch zum Catering. Ihre Firma Catering All In hat sie zuerst in Wien gegründet. In Wien? Für kurze Zeit, ist dann nach München gezogen, ebenso kurz, bevor sie hier im Norden tätig wurde. Hm. Ich dachte immer, so ein Catering braucht eine Zeit lang, um sich seine Kundschaft aufzubauen. Vielleicht hatte sie Stress mit der Konkurrenz oder unzufriedene Kunden. Dann lass uns das All-In-Catering-Unternehmen noch mal besuchen. Heute Morgen, du hast meine Tattoos gesehen, ne? Ja klar, aber ich kenne die doch schon, auch wenn du so schüchtern machst. Habe ich mir in Vegas stechen lassen, als ich Lena kennengelernt habe. Im Urlaub? Ich war bei den World Series of Poker. Du hast mal gepokert? Ich wollte sogar mal Profi werden, ja. Und sie auch? Nee, sie war Dealerin, ich habe sie am Pokertisch kennengelernt. Und warum bist du jetzt hier und nicht am Pokertisch? Mann, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Am Anfang war noch alles geil. Ohne Chef frei sein. Man musste sich bei keinem rechtfertigen. Naja, klingt für mich eher nach Angst vor Verantwortung. Und wer hat sich von euch beiden getrennt? Du oder sie? Und lüg nicht. Sie. Weil du nicht mehr zocken wolltest? Nee. Weil ich ihren Traum nicht mehr geteilt habe. Ein eigenes Poker-Business. Und du glaubst, dass sie immer noch was mit Glücksspiel zu tun hat? Ich weiß es nicht. Aber eine Catering-Firma und dann noch mit diesem Schnösel? Also, das sieht Lena überhaupt nicht ähnlich. Wie gesagt, Menschen ändern sich. Als sie mir von ihrem Job erzählt hat. Ihre Fußspitzen haben Richtung Ausgang gezeigt. Das ist ein automatischer Fluchtreflex, wenn man lügt. Wenn man erfolgreich Poker spielen will, dann muss man andere lesen können. Jede Körperbewegung verrät irgendwas.
Wissenschaftlern in unsere Füße das ehrlichste Körperteil. Wenn du lügst, kannst du deine Beine und deine Füße nicht gleichzeitig kontrollieren. Sie verraten dich. Ja gut, Füße hin oder her. Ich hab doch gesehen, wie du dich auf sie eingeschossen hast. Mann, ich wusste nicht mal, dass Lena wieder in Hamburg ist, okay? Ich versuche einfach nur rauszufinden, was passiert ist. Ja? Sie wollten mich sprechen? Ja, kommen Sie bitte kurz rein, Eva. Mir ist etwas aufgefallen. Seit Sie aus Boston zurück sind, läuft alles so glatt. Und ist das schlimm? Nein, nur ungewöhnlich. Sie zu erleben, wie Sie durch die Gänge flitzen mit angelegten Ohren und zu allem Ja und Amen sagen. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wirklich. Ich weiß, wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber ich habe Ihnen, glaube ich, nie das Gefühl gegeben, dass Sie mir nicht vertrauen können, oder? Nein, das haben Sie nicht. Und warum werde ich dann zum Fall Benning befragt, ohne davon zu wissen? Können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Es tut mir leid, ich, Für Entschuldigungen ist es jetzt ein bisschen spät. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Eva, was ist in Boston passiert? Nachdem die Patientin Frau Benning verstorben ist, wurde ich beurlaubt. Und vor ungefähr einer Woche habe ich erfahren, dass man mir falsche Medikation und das Übersehen einer medizinischen Verschlechterung vorwirft. Und davon haben Sie nichts geahnt? Nein, das kam wie aus heiterem Himmel. Und ich glaube, dass man mir den Tod der Patientin in die Schuhe schieben will. Haben Sie Beweise oder Beweise für Ihre Unschuld? Nein, ich konnte ja keine Dokumente mitnehmen. Eva, ich will Ihnen sehr gerne glauben, aber Sie müssen sich über die möglichen Konsequenzen bewusst sein. Das kann Sie Ihre Karriere kosten, Sie können Ihre Approbation verlieren. Sie müssen sich dringend Rechtshilfe suchen. Das habe ich. Kann ich Ihnen helfen? Ja, als Sekretärin weiß ich auch nicht alles, aber also ich weiß von keinen Kundenbeschwerden. Worum geht's eigentlich? Wir würden gerne in Ihre Kundenliste schauen. Kundenliste? Ihre Chefin wurde heute Morgen angegriffen. Oh Gott. Und wie geht's ihr? Sie ist okay. Okay. Und jetzt glauben Sie, dass es einer unserer Kunden war? Gab es in letzter Zeit was Auffälliges? Was meinen Sie? Gab es zwischen Frau Marx und ihrem Verlobten Unstimmigkeiten? Gab es Streit zwischen den beiden oder mit jemand anderem? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wo ist denn Ihre Küche? Wie? Sie machen Catering. Ich habe keine Küche gesehen. Wo bereiten Sie alles vor? Wo lagern Sie Ihr Equipment? Das ja, nee, wir arbeiten mit verschiedenen Zulieferern. Gut, genau, da ist sie doch. Ja. Machen Sie uns bitte eine Kopie davon. Mhm. Und nicht vergessen, grüß Gerti von mir. Ja, mache. Lena, ist alles okay? Kann ich kurz mit dir reden? Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Unter vier Augen. Ich kann das einfach nicht glauben. Was sagst du da? Was ist los? Der Pokerchip. Es ist nicht meiner. Sondern? Es ist Antons. Ich habe ihn ihm als Glücksbringer geschenkt und er hat ihn eigentlich immer bei sich. Du weißt schon, was du da sagst. Nein, und eigentlich glaube ich auch nicht, dass er so weit gehen würde. Hätte er einen Grund? Wir hatten in letzter Zeit viel Streit. Worum ging's da? Um seine Minderwertigkeitskomplexe. Er wollte gleichberechtigter Teilhaber werden und irgendwelche neuen Businesspläne ausprobieren. Und er hat mich ziemlich unter Druck gesetzt. Und das ist alles? Ich werde ihn nicht heiraten, Chris. Weiß er das? Er spürt es. Ich hab dich vermisst. Ich muss meine Kollegen informieren. Ich will nicht nach Haus.
Hier. Meine Wohnung. Hier bist du erstmal sicher. Danke. Und du wohnst wirklich allein? Ja. Das kann ich gar nicht glauben. Doch, ist aber so. Ich bin froh, dass du an dem Fall dran bist. Ich habe sonst niemanden, dem ich vertrauen kann. Ihr Verlobter ist jetzt also der Täter. Und das hat euer Vier-Augen-Gespräch ergeben? Worauf willst du hinaus? Erst machst du ein Riesentheater, dass irgendwas mit dieser Frau nicht stimmt. Und dann plötzlich glaubst du ihr. Was regst du dich denn so auf? Weil ich glaube, dass du im Moment nicht klar denken kannst. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dem Hinweis nachzugehen. Gut, dann sage ich Melanie und Mathis Bescheid, dass wir mit Anton Paul reden müssen. Und wo ist Frau Marx jetzt überhaupt? Sie wollte ins Hotel. Glaube ich. Tina. Aha. Warte. Warte. Entschuldigung? Herr Paul. Ja, bitte. Wir möchten Sie bitten, uns kurz zu begleiten. Wohin genau? Auf die Dienststelle. Es ist eine Routinebefragung. Sie können uns sicher helfen. Kommen Sie bitte. Kennen Sie diesen Pokerchip? Ja. Das ist meiner. Wo haben Sie ihn gefunden? Am Tatort. Ich habe ihn vor ein paar Tagen verloren. Wo waren Sie denn heute Morgen? Das kann nicht wahr sein. Sie glauben tatsächlich, ich würde meiner zukünftigen Frau was antun. Sie haben sich in der letzten Zeit oft gestritten. Wer sagt das? Das ist eine glatte Lüge. Ihre Verlobte sagt das. Also nochmal, wo waren Sie heute früh? Zu Hause abgeschlafen. Kann das jemand bezeugen? Nein. Lena war ja nicht da. Sie haben also kein Alibi? Sie hatten zuletzt Streit und Ihr Pokerchip wurde am Tatort gefunden. Ich habe Lena nichts getan. Ihr Job ist der Grund für alles. Die Catering-Firma? Nein. Die illegalen Pokerrunden, die sie veranstaltet. Letzte Nacht war so eine Runde. Ist dabei irgendwas passiert? Ich habe damit nichts zu tun. Aber sie hat mich angerufen und erzählt, dass einer der Spieler ausgeflippt ist und Ärger gemacht hat. Sie hatte Angst. Ja, und wie ist der Name des Spielers? Patrick Dräger. Illegale High-Stakes-Pokerrunden. Lena benutzt die Firma nur als Fassade, um illegale Pokerspiele zu veranstalten, bei denen es um sehr, sehr viel Geld geht. Ihre Firma hat ganz normale Einnahmen, auf die sie Steuern zahlt. Vermutlich zahlen die Spieler eine Teilnahmegebühr, so als würden sie Catering bestellen. Diese Einnahmen werden versteuert, aber die richtige Kohle verdienen sie mit den Trinkgeldern der Spieler. Und warum spielen sie nicht in richtigen Casinos? Die meisten Spieler haben keinen Bock auf die Öffentlichkeit. Millionäre, Prominente, die wollen einfach unter sich bleiben. Sind also all diese Catering-Kunden Pokerspieler? Vermutlich, ja. Ist darunter auch ein Patrick Dräger? Viele Namen wiederholen sich, aber ja, Patrick Dräger ist auch dabei. Laut Anton Paul war dieser Patrick Dräger letzte Nacht ziemlich wütend. Hey, wie geht's? Ich hab schon gehört. Mir geht's gut. Wo ist denn Anton? Ja, die Polizei hat ihn mitgenommen. Was passiert hier? Der muss eine Aussage machen. Was für eine Aussage? Ja, wo er gewesen ist, gestern Nacht, heute Morgen. Reine Formalität. Willst du es jetzt durchziehen, oder was? Ja, warum denn nicht? Komm um 14 Uhr, ich schick dir die Einkaufsliste. Her mit dem Strafzettel, ich habe jetzt keine Zeit, woanders zu parken. Es geht um Lena Marx. Soll mir das irgendwas sagen? Das T-Shirt habe ich letztes Jahr in Vegas bekommen. Spielen Sie auch? Nicht mehr. Kein Aussteigen für mich, ich bin immer für All-In.
Das Zocken an der Börse hat mir das alles gebracht. Haben Sie Frau Marx heute Morgen angegriffen? Ihre Kollegin erhöht ziemlich schnell die Einsätze. Wir wissen, dass Sie gestern Nacht bei einer Ihrer illegalen Pokerrunden mitgespielt haben. Gespielt ja, von Illegalität weiß ich nichts. Da müssten Sie sich an meinen Anwalt wenden. Wir spielen mit Plastikchips, ist das verboten? Naja, Sie haben verloren, waren wütend. Kommen Sie, wegen dem bisschen verlorenen Geld soll ich unsere Pokerprinzessin angegriffen haben? Das ist ja wohl ein Witz, Geld ist mir vollkommen egal. Worum ist es dabei gegangen? Okay. Wissen Sie, ich bin ein ziemlich guter Spieler. Aber es gibt da so einen neuen Typen in unserer Runde. Simon Becker, Mr. Sonnenbrille. Gegen den gewinne ich einfach keine Hand, dann bin ich gestern ein kleines bisschen lauter geworden. Vielleicht ist er einfach besser als Sie. Auf keinen Fall. Außerdem war ich nach der Runde die ganze Zeit in dieser Bar. €2000. Ja, und? Wann ist denn die nächste Runde? Ach, was soll's, ich gehe eh nicht mehr hin. Heute Abend um 18 Uhr, und zwar in dieser Location. Also, wenn das alles stimmt, dann ist das von deiner Ex, der Pokerprinzessin, echt dreist, einfach weiterzumachen. Mich wundert nur, dass sie zwei Tage hintereinander spielen lässt. Was ist so komisch daran? Sie will einfach mehr Geld verdienen. Solche Runden finden normalerweise immer nur einmal pro Woche statt. Verstehe ich nicht. Laut Gesetz verleitet Regelmäßigkeit zur Spielsucht und wird deshalb härter bestraft. Deswegen finden solche illegalen Runden nur einmal pro Woche an unterschiedlichen Tagen zu wechselnden Uhrzeiten statt. Na, dann fragen wir sie doch einfach. Polizei! Frau Marx, machen Sie die Tür auf! Als ich dich heute früh gesehen habe, wusste ich, du kommst dahinter. Also gibst du es zu, illegale Pokerrunden zu organisieren? Ich gebe zu, Spiele zu organisieren, aber das Einzige, um das gespielt wird, sind Chips. Das glauben Sie doch selber nicht. Wir nehmen dich trotzdem mit. Gern. Und du musst unbedingt deine Kühlschranktür reparieren, die schließt nicht so gut. Unser Opfer ist der Kopf einer illegalen Pokerrunde, bei der es um sehr viel Geld geht. Schwer, sowas nachzuweisen. Ohne Geld in der Hand oder auf dem Tisch. Einer der Spieler, Patrick Dräger, hat Pina und Chris einen Namen gegeben. Simon Becker. Und? Wir haben ihn überprüft, er ist vorbestraft. Versicherungsbetrug, Urkundenfälschung, Trickbetrügereien. Und er ist einer der Anführer der North Boys. Das ist eine Rockerbande, mit denen der Glücksspielszene tätig ist. Becker ist neu in der Runde, dann passiert der Überfall. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang. In dem Fall haben wir vielleicht die Chance, an die Bande ranzukommen. Findet raus, ob die involviert sind. Ich rede mit dem Egar. Wir haben die Aussage Ihres Verlobten und die von Patrick Dräger. Dräger ist eine zickige Diva, der redet viel, wenn der Tag lang ist. Ist es eigentlich leicht, in so eine Runde reinzukommen, also als Spieler? Nö. Gleiche Leute, gleiches Spiel. Du kennst es doch. Wenn jeder kommen und spielen könnte, heißt es schnell, ich bin ein illegales Casino. Sind Sie das nicht? Nein. Zuletzt wurde aber ein neuer Spieler aufgenommen in die Runde. Simon Becker. Kennen Sie ihn gut? Nein, gar nicht. Und warum darf er da mitspielen? Anton hat ihn mir empfohlen. Wir drehen uns im Kreis. Wir sind schon wieder bei Anton Paul. Und? Deine Ex führt uns an der Nase herum. Ich weiß, aber bitte nennen Sie nicht so. Du weißt? Deswegen schickst du sie zu dir nach Hause und lügst mich an? Es tut mir leid, aber ich habe geahnt, dass du sowas sagst. Aber nur so konnte ich Lenas Vertrauen gewinnen. Und was mit meinem Vertrauen? Ich muss mich schließlich auf dich verlassen. Das kannst du auch. Ich wollte einfach nur rausfinden, was sie will und was für ein Spiel sie spielt, bevor ich mit dir rede. Wirklich? Für mich ist es ziemlich eindeutig, was sie will. Dich um den Finger wickeln und das mit Erfolg. Wir haben Erfolg. Okay? Lena glaubt, dass wir ihr alles abnehmen. Aber so sind wir ihr einen Schritt voraus. Du redest von wir. Es wäre nicht schlecht, wenn ich als deine Partnerin wüsste, worum es geht. Schließlich ist das kein Spiel zwischen euch beiden. Was ist los? Nichts. Wir diskutieren gerade, ob Simon Becker was mit dem Überfall auf Lena Marx zu tun hat und ob er mit Anton Paul unter einer Decke steckt. Oder mit Frau Marx. Ich werde mit Mattes Herrn Paul dazu befragen. Aber wir... Ihr bleibt an Lena Marx dran. Ich weiß nicht, wer dieser Typ ist. Aber Sie haben ihn noch neu in die Runde gebracht. Ja, aber... Aber? Nichts. Ich wusste nicht, wer er ist. Was hat das mit dem Überfall auf meine Verlobte zu tun?
Vielleicht haben Sie ja mit Simon Becker extra Geld gemacht. Sie bringen ihn in die Runde, der Gewinn wird geteilt. Er räumt ja ganz gut ab, wie man hört. Frau Marx hat das herausgefunden und musste eingeschüchtert werden. So war das doch. Auf gar keinen Fall. Ich habe nichts mit diesem Typen zu tun. Warum haben Sie ihn dann mit in die Runde gebracht? Ich habe eine Affäre. Mit Simon Becker? Nein, mit Natalie Milic, unserer Sekretärin. Sie gibt Karten in den Runden. Natalie kann das bestätigen. Heute Morgen waren wir zusammen. Sie haben also in dem Pokerraum rumgemacht, nachdem alle weg waren. Und Frau Milic hat Sie dann darum gebeten, Simon Becker in die Runde zu bringen? Ja, aber ich weiß wirklich nicht, worum es dabei geht. Simon Becker ist ein gewalttätiger Krimineller. Und wenn Sie gemeinsame Sache gemacht haben... Nein, hab ich nicht. Aber Sie machen es doch nicht ohne Grund. Was wollten Frau Milic und Sie wirklich? Lenas Runden übernehmen. Lena! Bleibt ihr denn? Ja, das ist Simon Becker. Und der gehört zu der Bande? Ja. Jetzt verstehe ich das auch. Die anderen beiden habe ich auch schon gesehen. Die kamen vor ungefähr einem Monat zu mir und wollten einen Deal machen. Ich sollte einen ihrer Leute aufnehmen, der dann mit einer manipulierten Technik die wohlhabenden Spieler ausnimmt. Ich habe abgelehnt. Was denn für eine Technik? Das haben sie nicht gesagt. Aber bei den meisten Betrügereien am Pokertisch muss der Kartengeber mitspielen. Natalie. Sie hat den Deal gemacht. Und da Anton ihr geholfen hat, gehe ich davon aus, dass er sie auch vögelt. Oh Gott. Ich wusste, ich darf ihn nicht heiraten. Patrick Dreger hat gesagt, dass Simon Becker ständig gewonnen hat. Jetzt wissen wir auch, warum. Ich kann euch helfen. Bitte? Das war Natalie. Es geht um die Runde heute Abend. Ihr könnt sie auf frischer Tat ertappen. Aber jemand muss undercover mitspielen. Jemand, der sehr gut spielen kann. Und was springt dabei für Sie heraus? Mein Urteil wegen illegalen Glücksspiels fällt milde aus. Und ich bleibe auf freiem Fuß. Also wollten Natalie Milic und Anton Paul seine Verlobte ausboten. Und dafür haben sie Simon Becker Zugang zu der Runde verschafft. Der Angriff auf Frau Marx war vermutlich ein Einschüchterungsversuch. Und sie wollten es Dräger in die Schuhe schieben. Kein schlechter Plan. Das ist alles zu perfekt. Ich muss mal mit Anton Paul sprechen. Hat Lena je zweimal die Woche spielen lassen? Sie hat dich immer wieder erwähnt. Dir nachgetrauert. Allein deswegen hätte sie mich nicht geheiratet. Nein, sie hat niemals zweimal die Woche spielen lassen. Sie hätte dich nicht geheiratet, weil du nicht checkst, wie sie tickt. Und, willst du mich einweihen? Ich muss in die Runde, so wie Lena vorgeschlagen hat. Ich weiß jetzt, welches Spiel sie spielt, aber ich brauche deine Hilfe. Was, soll ich auch Poker spielen? Ich habe eher gedacht, du bist eine gute Bedienung. Hast du den Verstand verloren? Ich werde doch nicht irgendwelchen zockenden Männern Getränke servieren. Ein Abend auf High Heels ist doch meine Abwechslung. Ich brauche deine Hilfe. Und ich weiß, ich kann dir vertrauen. Seid ihr sicher, was Frau Marx betrifft? An ihrer Stelle würde ich es genauso machen. Eine Undercover-Aktion ist riskant. Ich muss aber mitspielen, um Becker auf frischer Tat zu ertappen. Nur so können wir ihm Vorsatz nachweisen und die Verschwörung zum Betrug. Wie denkst du über seinen Vorschlag? Ich vertraue meinem Partner. Gut. Ich habe mit dem LKA gesprochen. Wenn wir einen von diesen North Boys wegen illegalen Glücksspiels und Trickbetrügerei drankriegen, dann ist das den Versuch wert. Wir bleiben auf Abstand. Die Milch kennt uns. Gut. Dann ist ja alles gesagt. Ich brauche noch was. Geld zum Spielen.
Rufen Sie Natalie Milic an. Das Spiel findet statt. Chris hat euch überredet. Sie wollten doch einen Deal und Sie haben gewonnen. Glauben Sie das? Was sonst? Was glauben Sie, warum ich nach Hamburg zurückgekommen bin? Weil es hier schön ist? Auch. Weil das mit Chris hier angefangen hat. Er hat euch was anderes erzählt. Ist doch egal. Wahrscheinlich haben Sie recht. Aber ich bin froh, dass es so kam. Wie meinen Sie das? Ich habe dieses Leben so satt. Das Spielen, die langen Nächte, die Tabletten. Und alleine komme ich davon nicht weg. Also wenn Sie Mitleid wollen, dann bin ich die Falsche. Ich will kein Mitleid von niemandem. Ich will einfach nur ein stinknormales Leben. Gut. Dank des Deals haben Sie jetzt auch eine wahre Chance drauf. Und die werde ich nutzen. Die ist gut. Sie ist sich ihrer Sache sehr sicher. Ich hoffe, du hast recht. Zeig Stärke, wenn du schwach bist, und Schwäche, wenn du stark bist. Alte Pokerweisheit, oder? Alte Polizeiweisheit. Machen Sie sich um Chris keine Sorgen heute Abend. Warum sollte ich? Nur ein guter Lügner kann erfolgreich Poker spielen. Und Chris ist ein hervorragender Spieler. Der schafft das schon. Wir müssen den Einsatz auf 100.000 erhöhen heute Abend. Was? Warum denn so viel? Nur so kommt Simon Becker mit Sicherheit. Je höher, desto besser. Also, das gefällt mir immer weniger. Wir müssen mitspielen. Gut. Du kriegst die 100.000. Aber nur mit dem GPS-Sender dran. Zwei wären besser. Ich mich angerufen, was ist los? Patrick Träger ist abgesprungen. Uns fehlt ein Spieler. Ich habe Ersatz. Wen? Den kennst du nicht. Sie sind ein richtig guter Spieler aus Las Vegas und wir haben Glück, dass er heute Abend hier ist. Also soll ich es bestätigen? 18 Uhr und der Einsatz 10.000. Die Uhrzeit bleibt. Der Einsatz erhöht sich. 100.000 pro Person ohne Rebuy. Wer gewinnt, bekommt alles. Bist du sicher? Also nicht, dass uns noch mehr abspringen. Es springt keiner ab. Je höher der Einsatz, desto größer der Kick. Also schick die Nachricht ab. Und wer von uns hat das coolste Pokerface? Du jedenfalls nicht. Ich tippe auf Wolle. Ich hab mit Glücksspielen nichts am Hut. Ach komm, Wolle. Rubbellose Lotterie? Nach Chris bist du doch hier der größte Zock. Kann ich den Kaufbeleg einreichen, um die Sachen erstatten zu lassen? Als was? Berufsbekleidung? Nein. Okay, aber dann behalte ich das Trinkgeld. Wahrscheinlich eh mehr als mein Monatsgehalt. Sollte irgendwas dazwischen kommen oder anders verlaufen, als du gedacht hast, dann kommen die Kollegen rein. Ist das verstanden? Viel Erfolg. Hoffentlich ist sein Pokerspiel nicht eingerostet. Wie Sie alle wissen, spielen wir heute ums ganz große Geld. Wer heute Abend gewinnt, geht mit 600.000 Euro nach Haus. Shuffle up and deal. Strengen Sie sich doch an, ich bin nicht für ein fähiges Personal bekannt. Ich bin kein Personal. Momentan schon. Jeder spielt seine Rolle. Vergessen Sie das nicht.
Herzlichen Glückwunsch. Wir sind im Heads-Up um 600.000 Euro. Süße, wie wäre es, wenn du mal etwas schneller mit den Drinks rankommst? Wir haben Durst. Mach mir ein neues Mäuschen. Scheint immer zu wissen, welche Karten man hat, hä? Was meinst du? Nichts. War ein Kompliment. Mr. Sonnenbrille. Du weißt aber schon, was das heißt, wenn man mit Sonnenbrille spielt, oder? Nee. Was denn? Dass man sich versteckt. Vor Angst. Meine Fresse, pass doch auf, Mann! Hey, gib mir sofort meine Sonnenbrille wieder! Entschuldigung, ich mach sie nur sauber. Hey, wenn du Angst hast, ohne deine Brille zu spielen, dann sollen wir vielleicht warten, oder? Hat dir die zwei geholfen? Das sind Zweierpärchen. Ohne deine Brille gefällt's mir besser. Du bist rätseliger. Okay, ich erhöhe. Und was machst du jetzt? Ich gehe all in. Und gleich in die Falle gelaufen. Full House, mein Lieber. Du hast verloren. Was laberst du da? Er hat zwei Könige. Vierling schlägt Full House, das weiß sogar ich. Das weiß ich dank deiner Zauberbrille hier. Und Frau Militsch hat die Kartenrücken markiert. Und mit dieser Infrarotbrille kann man das perfekt sehen. Polizei Hamburg, du bist vorläufig festgenommen. Wo ist Lena? Sie ist bestimmt über den Kellerausgang abgehauen. Genau, wie du gesagt hast. Strengen Sie sich doch an, ich bin nicht für unfähiges Personal bekannt. Ich bin kein Personal. Momentan schon. Wolle? Habt ihr sie? Ja, die GPS-Ortung zeigt, dass sie Richtung Hafen unterwegs ist. Wie habe ich mich verraten? Als ich dir meinen Schlüssel gegeben habe, hast du nicht nach der Adresse gefragt. Du wusstest also, wo ich wohne. Das heißt, du wusstest auch, wo und wie ich arbeite. Du wolltest, dass ich den Fall übernehme und deine Spuren finde, die du absichtlich hinterlassen hast. Den inszenierten Überfall, den Pokerchip. Anton, Simon Becker, dir lief die Zeit davon. Die Rocker haben bereits die Runde infiltriert und Anton hat dich verarscht. Und du? Ich wollte weg. Nee, du wolltest noch einen letzten Coup landen. Das allen noch mal so richtig heimzahlen, ne? Und dann wolltest du weg. Aber du hast eine wichtige Pokerweisheit vergessen. Spiel ist es auf dem River vorbei, dann wenn die letzte Karte fällt. Ja. Das gilt auch für eine Pokerprinzessin. Pokerprinzessin mag ich. Vielleicht wollte ich auch einfach, dass du mich aus meiner Burg befreist. Chris, komm mit. Das kriegst du leichter mit deinen Fähigkeiten im Casino verdoppelt und. Und wir bauen uns unsere eigene Burg. Das klingt sehr verlockend, aber
Ich mag mein Leben hier. Und meine Fähigkeiten, die weiß ich auch anders einzusetzen. Das Spiel ist nie vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube nicht, dass es nächstes Mal gibt. Und? Wie war's für dich? Mit Lena? Nein, wieder zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Bereust du es manchmal, dass du aufgehört hast? Weißt du, das Spielen macht irgendwie einsam. Man verliert sich selber und vertraut sich nicht mehr. Und ich will mir vertrauen und anderen, weißt du? Anscheinend sagst du die Wahrheit. Also spricht nichts gegen Feiern, Piechen? Okay. Echt? Das wäre das erste Mal. Halt den Mund, sonst zeigen meine Füße gleich Richtung nach Hause. Okay.